Mein Name ist Wolfgang Brummeisel, ich bin Arzt, ich bin Urologe hier im Haus seit einem halben Jahr. Ich habe meine Facharztausbildung in Regensburg an der Universitätsklinik gemacht und genau, jetzt bin ich hier. Das war für mich die Entscheidung, nach Bad Tölz zu gehen. Ich kam aus einer Universitätsklinik, wo man quasi alle Möglichkeiten hat. Und jetzt, ich wollte mich verändern in ein kleineres Haus, in einem familiäreren Setting. Und hier in diesem Haus haben wir aber die neueste Ausstattung. Das heißt, ich kann genau auf dem Level, wie ich es gelernt habe, weiterarbeiten und mich auch weiterentwickeln. Also für mich ist in einer Klinik Innovation eigentlich die Basis. Die Medizin entwickelt sich so schnell fort. Vor allem, es gibt neue Technologien und wenn ich quasi auf meinem alten Wissensstandard bleibe oder keine neuen Technologien habe, dann kann ich mich nicht weiterentwickeln und kann auch die Patienten nicht besser versorgen. Von dem her ist für mich eigentlich die Basis in einem medizinischen Betrieb immer Innovation und neue Technik. Also für mich bedeutet Qualität, dass ich meinen Patienten optimal versorge. Es muss ein schneller, straffer Ablauf sein. Ich will die beste medizinische Versorgung anbieten mit guter Technik und er muss aber auch irgendwie menschlich sich aufgehoben fühlen bei uns, sowohl von der Pflege als auch von den Ärzten. Für mich ist die Zusammenarbeit mit der Pflege ganz, ganz wichtig, weil durch unseren medizinischen Alltag, ich bin in der Patientenaufnahme, Notaufnahme, im OP, ich bekomme vieles gar nicht mit, was die Patienten für Beschwerden, Bedürfnisse haben und da ist der enge Kontakt mit Pflegepersonal ganz, ganz wichtig. Mir macht es unglaublich viel Spaß, mit Menschen zu arbeiten, weil es jeden Tag irgendwas Neues und in einem kleinen Team, wie wir hier sind, in einem kleinen Haus in Bad Tölz, haben wir einfach ganz kurze Dienstwege und das macht einfach Spaß.